Hallo Leute, mein Name ist June und willkommen zu einem neuen Video. Erst einmal ein riesengroßes Dankeschön, dass so viele von euch an der Verlosung teilgenommen haben. Und damit ihr nicht allzu lange warten müsst, werde ich auch gleich bekannt geben, wer denn nun gewonnen hat. Erst wollte ich wieder das Glücksrad benutzen, dafür waren es aber viel zu viele Kommentare und deshalb habe ich einen YouTube Comment Picker genommen. Der ist natürlich nicht ganz so spektakulär, wenn man das so sagen möchte. Aber er erfüllt halt seinen Zweck und hier könnt ihr einmal sehen, wer gewonnen hat. Und zwar Anime Go for You. Ich freue mich wirklich riesig für dich und ich würde dich einmal bitten, mir eine E-Mail zu schreiben, damit ich dir die Pflanze schnellstmöglichst zuschicken kann. Und für alle anderen, die nicht gewonnen haben, bitte nicht traurig sein. Es wird noch genug Möglichkeiten für euch dieses Jahr geben, eine Pflanze zu gewinnen. Das war es erstmal soweit zur Verlosung und nun kommen wir einmal zum Thema dieses Videos und zwar Passiflora-Pflege. Ich habe anscheinend viele von euch dazu inspiriert, sich auch eine Passiflora zuzulegen. Das freut mich natürlich riesig, denn es sind unfassbar schöne Pflanzen. Und ich wurde bereits häufiger angeschrieben, ob ich euch nicht sagen könnte, wie ich meine Passiflora pflege. Und das mache ich natürlich super gerne. Bei der Pflege beziehe ich mich natürlich auf Passifloras, die innerhalb der Wohnung wachsen, also nicht draußen, und die auch nicht winterhart sind. Denn meine Passifloras, die ich zum Beispiel habe, kommen ursprünglich alle aus Südamerika. Fangen wir da einmal mit dem Substrat an. Und zwar habe ich einen Teil meiner Passifloras, die ich von der Mai Botanica aus Hamm habe, bereits umgetopft. Das liegt nicht daran, dass das Substrat irgendwie schlecht war, sondern es liegt lediglich daran, dass sie teilweise schon sehr gut durchwurzelt waren und ich natürlich möchte, dass sie weiterhin schön wachsen. Ein Teil habe ich jedoch nicht umgetopft. Das liegt daran, weil sich bereits Knospen gebildet haben und da möchte ich das Wachstum der Blüte natürlich nicht stören, wenn ich sie jetzt währenddessen umtopfe. Ich kann euch hier einmal den Unterschied zeigen zwischen dem Substrat, was bei dem Passifloras schon mit dabei war und welches ich mir jetzt quasi neu angemischt habe. Hier könnt ihr einmal das alte Substrat sehen. Wie ihr sehen könnt, sind hier so gröbere Rindenstücke drin und auch ein bisschen Faser. Und ich glaube, von der Erde her ist es eher so Kokossubstrat, wie das aussieht. Auf jeden Fall schon eine gute Mischung. Hier könnt ihr einmal meine Mischung sehen. Das ist quasi eine Mischung aus Perlit, feiner Rinde und Anzuchterde. Und ich finde, sie ist eigentlich sehr gut für Passiflora geeignet. Zumindest fühlen sich meine darin richtig wohl. Auf jeden Fall scheint Ihnen das neue Substrat sehr gut zu gefallen, denn am Rand des Topfes, also es handelt sich dabei um einen durchsichtigen Topf, sieht man bereits neue Wurzeln und das ist natürlich ein super gutes Anzeichen. Und generell gilt für Passiflora natürlich, wenn ihr sie eher in einem kleineren Topf lasst, bilden sie auch mehr Blüten aus. Pflanzt ihr die Passiflora eher in einen größeren Topf, so wie ich es jetzt gemacht habe, regt es natürlich eher das Blattwachstum an. Kommen wir nun zu Punkt Nummer 2, nämlich dem Gießen. Soweit ich weiß, vertragen Passiflora kalkhaltiges Wasser nicht so gut. Deswegen benutze ich für meine Passiflora Osmosewasser. Beim Gießintervall kommt es natürlich darauf an, wie die Umgebungstemperatur ist und auch wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist. Bei mir sind das so alle 2 bis 3 Tage. Ich achte immer darauf, dass das Substrat so zu 50% ausgetrocknet ist und gieße sie dann halt einmal. Denn wenn ihr sie komplett austrocknen lasst oder auch wenn ihr zu viel gießt bzw. zu häufig, kann es sehr schnell passieren, dass die Passiflora ihre Blätter abschmeißt, denn das mag sie nicht so gerne. Passiflora gehören nämlich zu den Pflanzen, die eher immer gerne feuchteres Substrat mögen, aber halt auch nicht nasses Substrat und auf gar keinen Fall komplett austrocknen lassen. Kommen wir schon zu Punkt Nummer 3, nämlich dem Standort. Beim Standort solltet ihr darauf achten, dass er möglichst hell ist. Das liegt einerseits daran, weil eure Passiflora natürlich gut wachsen soll. Wenn ihr wollt, dass sie blüht, braucht sie natürlich auch Licht. Und vor allen Dingen braucht sie auch Licht, um ihre Musterung auszubilden. Denn mir ist es bei meiner Wanderplan passiert, dass die Musterung quasi ein bisschen verloren gegangen ist. Hier könnt ihr einmal die alten Blätter meiner Passiflora sehen. Und hier könnt ihr einmal die Neuaustriebe sehen, wo die Musterung verloren gegangen ist, weil zu wenig Licht vorhanden war. Auf jeden Fall seht ihr, dass ihr darauf achten solltet, dass sie wirklich hell genug stehen, sodass die Musterung quasi nicht verloren geht.
Das liegt daran, dass das Seitenlicht der Pflanzen-LED für die Passiflora nicht ausgereicht hat, um eine Musterung auszubilden. Deswegen werde ich auf jeden Fall noch mehr Pflanzen-LEDs hinhängen, und zwar quasi hinter mir direkt darüber. Die Mittagssonne oder ein Südfenster würde ich für die Passiflora tatsächlich nicht empfehlen, weil die halt sehr, sehr dünne Blätter haben und es sehr schnell passieren kann, dass diese Blätter in der Neuausbildung verbrennen und auch die Neuaustriebe, die sich dann quasi so rumschlingeln, die sind auch super zart, wenn man das so sagen will. Und die können natürlich auch sehr leicht verbrennen, wenn die zu viel Sonne abbekommen. Daher ist mein persönlicher Tipp auch für den Sommer bzw. für hohe Temperaturen, eure Passiflora regelmäßig einzusprühen, damit sie sich wohlfühlt und die Neuaustriebe nicht verbrennen. Kommen wir nun zum vierten Punkt, nämlich Dünger. Und zwar mache ich persönlich das so, dass ich einen Langzeitdünger mit in die Erde mische, denn die Passiflora braucht relativ viele Nährstoffe, meiner Meinung nach, denn sie wächst halt richtig schnell. Also die Passiflora, die ich jetzt auf der Mai-Botanica gekauft habe, ich komme da gar nicht hinterher, quasi eine Ranghilfe für die zu konstruieren, weil sie wirklich super, super schnell wachsen. Und ich bin auch schon richtig gespannt, wie lange es dauert, bis sie die 5 Meter erreicht haben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so schätzt, wie lange es dauert, bis sie oben an der Decke angekommen sind. Auf jeden Fall super interessant und ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und die, die mir bei Instagram folgen, sehen auch regelmäßig meine Passifloras, weil ich die halt öfter poste, weil ich die so schön finde. Ihr könnt natürlich auch flüssigen Dünger verwenden. Ich persönlich würde wahrscheinlich mit meinen Düngern einmal die Woche düngen und dann halt auf halber Konzentration, sodass man halt auch zwischendurch immer so ein bisschen die Erde ausspülen kann, weil die Töpfe halt nicht allzu groß sind. Das bezieht sich natürlich auf die aktive Wachstumsphase, aber die ist bei mir zu Hause immer, da ich halt immer Pflanzen-LEDs anhabe, egal ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Meiner Meinung nach sind Passifloras auch nicht anfällig für Schädlinge, also super Kandidaten, um die quasi bei sich zu Hause aufzunehmen. Und falls ihr euch jetzt denkt, oh, meine Passiflora ist so schön und ich möchte sie unbedingt mit anderen Menschen teilen, könnt ihr das natürlich auch super machen, denn Passiflora lassen sich ganz einfach durch Kopfstecklinge, Stammstecklinge und Samen vermehren. Und viele von euch denken bei Passiflora wahrscheinlich an köstliche Passionsfrüchte. Das ist natürlich auch möglich, dass ihr eure Passiflora so zieht, dass sie Früchte tragen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass nicht alle Früchte super köstlich oder genießbar sind. Und deshalb habe ich euch hier einmal eine kleine Liste eingeblendet mit Passiflora-Pflanzen, die super leckere Früchte haben. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch bei der Pflege hilft, falls ihr euch eine Passiflora-Pflanze geholt habt oder euch in naher Zukunft eine holen wollt. Und dann habe ich auch noch einen kleinen Einkaufstipp für euch. Und zwar betrifft das Pflanzen-LEDs. Die Pflanzen-LEDs, die ich immer benutze, sind die von Sansi. Und zwar die hier als Glühlampe. Aber es sind neue Formen rausgekommen. Und zwar handelt es sich dabei um Spots, die bereits eine integrierte Zeitschaltuhr haben. Hier könnt ihr einmal die zum Kleben sehen. Die haben 10 Watt. Und die neueste Form, die für Europa erhältlich ist, ist die mit so einem biegbaren Hals, wie ihr sehen könnt. Und das ist quasi auch so ein Spot und den könnt ihr quasi dran klippen, wo auch immer ihr die braucht. Und ich habe beide Versionen schon mehrere Wochen im Gebrauch und finde sie richtig gut. Also quasi einerseits, weil man die natürlich so dran klippen kann und die hier ist auch sogar dimmbar und die habe ich an so einem Dreifachblumenständer dran, also quasi wo so drei Töpfe dran sind. Und diese Lampe schafft es sogar quasi den Boden mit auszuleuchten, sodass ich da auch noch was hinstellen kann. Das Einzige, was nicht so toll ist, ist, dass sie die Rückseite quasi von der Lampe bedruckt haben. Das hätten sie auch ruhig woanders machen können, also zum Beispiel hier am Clip. Aber das lässt sich halt nicht ändern. Und ich hatte auch schon überlegt, ob man das vielleicht irgendwie abdecken kann. Aber dieser Teil der Lampe wird halt wirklich sehr, sehr warm. Und da würde ich halt auch nichts draufkleben und ist jetzt so, wie es ist. Aber auf jeden Fall erfüllt sie ihren Zweck und leistet einen super guten Dienst. Und das ist jetzt irgendwie keine bezahlte Werbung, sondern meine persönliche Meinung. Und die kosten auf Amazon zum Beispiel 27,99, glaube ich, also pro Lampe.
Und das ist für 10 Watt natürlich sehr viel, auch wenn man sie halt dimmen kann und die eine Zeitschaltuhr hat. Und ich habe jetzt für meine 14 € bezahlt und das ist, finde ich, ein super guter Preis für quasi diese Funktion. Und ich habe meine auf eBay gekauft. Da gibt es so einen Dreierpack für 53,99 €. Und wenn man da so eine Probemitgliedschaft von eBay Plus abschließt, plus Coupons anwendet, ist man dann irgendwie so bei 41, 42 € und dadurch kommt halt der Preis von 14 € pro Lampe zustande. Und der Shop selber ist von Sansi direkt. Mir persönlich ist es nur leider passiert, dass einer der Lampen defekt war. Ich habe dann halt einfach hingeschrieben und Fotos geschickt. Also die hatte halt so einen Wackelkontakt. Je nachdem, wie hoch man quasi den Schalter gehalten hat, ist sie aus- oder angegangen. Und das geht natürlich gar nicht. Und ich habe dann halt direkt hingeschrieben und habe dann halt auch Ersatz dafür bekommen. Also überhaupt gar keine Probleme. Und der Grund, warum ich mir jetzt quasi neue gekauft habe, ist derjenige, dass ich mit meinen Pflanzen-LED-Leisten nicht zufrieden bin. Und zwar spreche ich von diesen Leisten hier. Das sind Pflanzen-LED-Leisten, die ich in meinen Regalen verbaut habe. Und die haben auf einem Abstand von 26 cm ca. 1500 Lux. Also die haben halt auch 10 Watt, so wie die Sansi-LEDs, die ich jetzt neu habe. Und diese hier hat auf einem Abstand von 30 cm 4000 Lux. Und das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied, was die Pflanze betrifft. Und die Lichtleisten reichen mit ihren 1500 Lux natürlich nicht für meine Dioneas und Roseras aus, weshalb ich sie alle gegen diese Spots austauschen werde. Ich werde dafür nicht bezahlt oder so, es ist halt mein persönlicher Tipp für euch, denn man kann halt schon eine Menge Geld damit sparen. Wenn man jetzt vergleicht, so 14 € zu 28 ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Das Angebot gilt leider nicht mehr für die kleinen Spots, sondern nur noch für die mit dem Hals. Aber falls ihr die mal ausprobieren solltet, solltet ihr da definitiv mal vorbeischauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat und wünsche euch noch einen super schönen Tag und hoffe natürlich auch, dass ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis bald!